Hallo liebe Leute, willkommen im Lifeletics heute wieder, erneut mit einem Bodyworkout. 40, 45 Minuten schön Gas geben, ein bisschen schwitzen, so ein mittelschweres Ding heute, nicht ganz so intensiv, einfach nur zum gut fühlen und ein bisschen Spaß haben. Wir fangen locker an, auf der Stelle zu laufen, ganz entspannt, macht einfach das nach, was ich die ganze Zeit mache. Fangen auch ganz locker an, ein bisschen aus der Bewegung. Locker auf der Stelle laufen. Und machen jetzt einen lockeren Seitgalopp. Einfach nur so viel Platz, wie ihr habt zu Hause. Einfach locker. Seitgalopp. Ganz entspannt. Fangen wirklich ganz locker an. Steigern danach so ein bisschen. Und etwas tiefer. Und ein Karaoke-Set. Kreuzschritt. Einer geht nach vorne, dann zurück. Vor, zurück. Und locker nur aus dem Fußgelenk springen. Locker abspringen. Und mit links gestreckt, rechts gebeugt. Wechseln, rechts gestreckt, links skipping. Und Beine, Füße gestreckt. Lockeren Fußgelenksprung, Wechselsprung aus den Fußgelenken. Füße zusammen, von links nach rechts springen, Füße bleiben zusammen. Und anfersen. Hacken hinten hoch. Und dynamisch stehen. Links gestreckt,
rechts angewinkelt, kurz kreisende Bewegung, andere Seite. Schön immer im Wechsel. Schön das Bein gestreckt lassen, Rückseite dehnen. Und Oberschenkel, Vorderseite im Wechsel. Kurz anlehnen. Und Knie ranziehen nacheinander. Füße parallel, Schulterbein und große Kreise. Und in die andere Richtung. Und Hüft öffnen, von links nach rechts. Immer schön die Adduktoren dehnen. Und das. Okay, jetzt die weltbeste Dehnung. Guckt, alles in eine Dreierkombi. Wir machen mit rechts einen Ausfallschritt nach vorne. Drücken den rechten Ellbogen schön innen runter. Schieben den Oberkörper zurück. Hände abschützen. Fußspitze hoch, die rechte. Bein hier schön strecken, das vordere Bein. In den normalen Ausfallschritt. Und wir wechseln. Links. Linken Ellbogen innen runterdrücken, zurück, Fußspitze ranziehen, Bein strecken, innen Ausfallschritt und wechseln. Rechts wieder, runterdrücken, zurück, Ausfallschritt. Wechseln, links nach vorne, linken Ellbogen runterdrücken, zurück, Ausfallschritt und auslockern. Vor die Wand bitte, geht vor die Wand, den Arm schön strecken. Gegen die Wand die Schulter, gegen die Wand drücken, schön öffnen. Ganz ran an die Wand, mit der Schulter, mit dem Arm. Wir wechseln. Noch einmal.
gegen die Wand mit beiden Händen abstützen, schön nach vorne drücken. Hüfte nach hinten schieben. Okay. Und fertig machen. Ihr macht jetzt 3-4 Minuten genau das, was ich sage. Okay. So, um so ein bisschen im Flow zu bleiben. Also genau diese Übung schnell durchführen, die ich so ganze Zeit vormache. Okay. Gehen locker in den Vierfüßler. Einfach direkt alles nachmachen. Hoch die Hüfte. Rechtes Bein streckt nach oben. Schön nach vorne in den Liegestütz und das rechte Knie nach vorne. Aber oben lassen. Zurück das Bein strecken. Absetzen. Wechseln. Und nach vorne. In den Liegestütz, rechtes Knie seitlich ran und halten. Jetzt das Bein strecken, halten. Und wir wechseln. Linkes Knie ran, seitlich ran, seitlich strecken. Und wechseln. Wieder näher ran. Halten die Position, Brust runterdrücken. Hüfte runter, lockern. Das rechte Bein lösen, schön rum, aufsetzen, wechseln. Zur anderen Seite aufsetzen, zurück in den Liegestütz. Nach vorne die Arme strecken. Hände schön nach vorne innen halten, also eng halten die Hände, die Position halten, nach vorne kommen, hier raus über die Hüfte runter, Bauch locker lassen. Hoch in den Liegestütz. Ranspringen, runter mit dem Po, den linken Arm nehmen, zur rechten Seite schön rausdrehen, strecken, wechseln, nochmal links, rechts, in die Mitte, Hände zusammen, dann wieder abstützen, nach hinten in den Liegestütz springen. Rechtes Bein nach vorne. Schön nach oben drehen mit der rechten Hand. Öffnen. Zurück. Links nach vorne. Mit links öffnen. Zurück. Knie ranziehen, in die Rückwärtsbewegung, Krankenposition, halten, oben halten, der rechten Hand über die linke Schulter, halten, wir wechseln, andersrum. Nach vorne wieder drehen, Knie runter, Füße weit auseinander, Knie immer noch unten, aber nicht absetzen, ranspringen, aufrichten und Pause. Trinkt was kurz.
Okay. Und wir starten. Und locker. Schulterbreit hinstellen und Squats. Schön tief runter. Knie gerade lassen. Nicht nach außen. Hacken nicht hoch. Schön gerade. Runter. Bis ich sage Stopp. Die nächste Übung werden Squat-Jumps sein. Hier raus normale Kniebeuge und abspringen. In 5, 3, 1 und los. Weiter. Nächste Übung sind Airplanes, Standwaage, rechtes Bein nach hinten strecken und los. Zur Seite, nur mit rechts. Das vordere Bein schön gerade lassen, das linke Standbein und nur mit rechts nach hinten. Oberkörper vorne. Versucht die Hüfte nicht so zu sehr rauszudrehen. Gerade zu lassen. Und mit links. Nächste Übung werden Ausfallschritte sein. Und im Wechsel Ausfallschritte. Rechts runter. Gleich tiefe Wechselsprünge. Und los. Weiter. Weiter. Fünf Sekunden noch und Squats und los. Gleich Squat Jumps. Wieder. Und los. Fünf Sekunden noch. Und stopp. Und Airplanes. Nur mit rechts.
Gleich mit links. Und mit links. Nächste Übung wieder Ausfallschritte. Und wechsel. Gleich wieder Wechselsprünge. 5 Sekunden noch. Und los. Fünf Sekunden noch. Und stopp. Und wieder Squat. Gleich Sprünge, Squat Jumps, 5 Sekunden noch und los. Und stopp. Und Standwaage. Mit rechts. Und wir wechseln. Und mit links. Schön langsam. Und Ausfallschritte. Weiter geht's. Gleich noch einmal die Wechselsprünge. Letzte Übung. Und los. Und stopp. Und Pause. Kurze Pause.
Okay. So. Beine haben wir schon gut gemacht. Wir fangen jetzt an, ein bisschen stabil zu machen. Okay. Dafür brauchen wir einen Stuhl. Das war ein Kasten. Und viel Power noch. Okay? Wir gehen. Haben noch 10, 15 Minuten. Da geben wir nochmal richtig Gas, okay? Und dann sind wir schon durch. Beine sind auf jeden Fall schon gut belastet. Und das reicht. Wir fangen an mit Dips. Okay, hol dir einen Stuhl. Fertig machen. Bereit machen. Und los. Weiter. Und stopp. Setzen uns direkt hin auf den Rücken. Kurze Crunches in die Mitte. Wir gehen jetzt gleich direkt in den rechten Seitstütz. Fertig machen. Und halten. Wir halten den rechten Seitstütz, Arm hoch. Arm nach vorne strecken. Und jetzt den linken Ellbogen mit linkes Knie berühren. Den Rücken legen. Wieder kurze Crunches in die Mitte. Und los. Wir gehen gleich in den linken Seitstütz. Fertig und los und halten. Halten, Arm hoch. Nach oben strecken und Knie und Ellbogen zusammen. Und auf den Rücken legen. Und noch einmal Crunches in die Mitte. Und legen uns auf den Bauch. Gehen hoch in den Liegestütz und 10 Liegestütze. Zum Stuhl bitte. Alle gehen zum Stuhl. Fertig machen für die Dips. Bereit machen. Und los. Und hinsetzen. Füße hoch, kurze Crunches in die Mitte.
Gleich gehen wir wieder in den rechten Seitschlitz. Und hüpp, in den rechten Seitschlitz, Arm hoch, halten und Bein heben. Auf den Rücken legen, Beine hoch, kurze Crunches. Und in den linken Seitschlitz. Hoch. Und Bein heben. Und Stopp auf den Bauch liegen. Hoch in den Liegestütz. Ein Liegestütz. Öffnen. Liegestütz, öffnen und wiederholen. Und zum Stuhl. Weiter geht's. 10 Dips. Fertig machen. Und los. Und hinsetzen. Crunches nach rechts. Crunches nach links. In die Mitte. In den Käfer. Füße nach oben. Kurze Crunches nach oben. Und locker. Durchatmen. Durchatmen. Wir dehnen uns jetzt noch ein bisschen aus und dann war es für heute. Schön breit die Beine, schön nach vorne in die Dehnung. Beide Hände nach rechts. Nach links. Füße zusammen in Schmetterlingssitz. Brust raus, Knie runterdrücken.
legen uns auf den Rücken. Rechtes Knie ranziehen. Schön locker lassen, Kopf können wir auch locker lassen. Lendenwirbel soll aber runterdrücken, nicht so ins Hohlkreuz. Das rechte Knie jetzt zur linken Seite runterdrücken. Schön tief ein- und ausatmen. Wir wechseln, linkes Knie ranziehen, das linke Knie zur rechten Seite runterdrücken, schön die Schulter, die linke unten lassen, tief ein- und ausatmen. Knöchel hier aufs rechte Knie legen, mit beiden Händen hinter dem rechten Oberschenkel fassen, schön ranziehen. Das linke Knie schön seitlich rausdrücken. Wechseln. Stoppt noch einmal auf den Vierfüßler. Hüfte runterdrücken. Zurückdrücken. Brust schön runterdrücken. Tief ein- und ausatmen. Meine Vierfüßler, die rechte Hand hier zur linken Seite durchstrecken, die rechte Schulter runterdrücken zum Boden. Wir wechseln. Und das war's für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, ihr habt auch so geschwitzt wie ich. Schönen Tag noch und wir sehen uns die Tage. Ciao!